Er hat die größte Klappe in Rheinland-Pfalz. Weine kenn dich. Weine. Doch die nützt ihm diesmal rein gar nichts. RPR1 und EWR präsentieren Sven Hieronymus auf der härtesten Mission seines Lebens. Der Rocker trainiert für Olympia. Und diese Zeit wird er noch lange verfluchen. So, Freunde, wir stehen jetzt hier in der Vorhalle, Turnhalle des AV 1913. 1903. So, Freunde. Wir stehen jetzt hier in der Vorhalle, im Vorraum des AV 1903 Speyer bei den Ringern und warten auf Jürgen Spieß, wollen heute Gewicht heben. Bei den Gewichthebern, du hast bei den Ringern gesagt. Wir sind hier bei Matthias Ringer. Nein. So, wir stehen jetzt hier in der Vorhalle vom AV 03 Speyer, wollen heute Gewicht heben, zusammen mit unserem Olympioniken Jürgen Spieß. War richtig, oder? Ja, ist richtig. Ja, guck mich doch alles. Noch einmal. So, wir. Mit Schwung auf die Beine. Und dann schmiert ihr euch auch immer vorher so Koks unter die Nase, oder was ist das? Da gibt es Ammoniak, das zieht halt in den Kopf und da ist man wirklich richtig zu 100% dann einfach da. Das ist halt gerade wenn man Olympia die Nacht vorher gesoffen hat und muss dann heben, da ist Ammoniak nicht schlecht, verstehst du? Wenn du dich abends schon die Birnen weggerußt hast in London mit irgendwelchem Guinness, dann kann man sich morgens ruhig mal so 4-5 Päckchen Ammoniak in die Nase reiben. Das ist mir alles egal jetzt. Das Zeug ist gut. Ich würde jetzt mit dem Ding auch gerne ein bisschen Rolle. Einfach so vor mich in Rolle. Bin schon so dein Typ, so vom Figur her, so Zehnkämpfer und so. Miriam, ich bin schon so dein Typ, oder? Ja, auf jeden Fall. Seht ihr, Freunde? Das ist Erfolg macht sexy. Das war schon immer so. Ach du Scheiße! Du bist ja die Bremse! Hoppla, hoppla! Moralisch bin ich der Sieger. Das siehst du tatsächlich ähnlich. Du hast geschwächelt. Ich sehe es ganz anders. Also das mit dem. Das ist aber eine sehr einseitige Art. Also ich finde, alle, die heute in der Halle waren, haben das ganz anders gesehen. Ich habe einfach Angst, vor diesen Stab in dieses Loch zu stecken. Und klingt blöd, ist aber so. Ich meine, ist jetzt gar nicht sexistisch gemeint. Das ist aber, du musst den Stab ins Loch stecken. Und der muss biegsam sein. Jetzt wieder hoch. Welche Muskulatur braucht man dafür? Bauchmuskulatur. Das ist schon mal ein Problem. Gibt's irgendeine Übung, wo man eine Weizenbiermuskulatur für braucht? Irgendwie eine Sportart, die. Weißt du, das ist ja wie bei Weitspringern. Der schafft 8 Meter, aber keine 8 Weizen. Ich schaffe halt 8 Weizen, aber keine 8 Meter. Die Frage ist nur, was ist besser? Ready for Olympia. Olympische Spiele. Ach, das kann ich. Auf die Plätze. Fertig. Los! Das ist der erste Olympiasieger, dem ich echt gönne. Dass irgendjemand vollgesoffen den Speer über 100 Meter wirft, damit den Weltrekord bekommt. Unser Olympiasieger aus Bad Kreuznach. Scheiß Kindheit, immer voll, aber glücklich und gold. Wir machen uns jetzt warm. Wir sind jetzt ein paar Runden gelaufen. Also ich bin schon sowas von warm, Freunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie der Kameramann, der ist auch warm. Und das ist eine Augenweide, dieser junge Mann. Und wenn ihr jetzt das Video guckt und mich einfach auf der linken Seite rausschneidet,
sieht das fast genauso gut aus wie bei Olympia. Ja, quäl dich. Wer zu Olympia will, der muss sich quälen. Weißt du, vor allem, wenn die grinsen also blöd, das muss man mal dazu sagen. Ich habe hier einen Kameramann und einen Tontechniker dabei, ja? Die grinsen seit 2 Wochen sich jeden Tag den Wolf, während ich hier der Vollidiot mache, gebarrt werde und alles aufgebarrt werde hier am Barren, macht der Depp, zieh mir scheiß Anzüge an und muss am letzten Tag Stabhochsprung machen mit jemandem, der eine Figur hat, verstehst du, die hatte ich noch nicht einmal, als ich 5 war. Wo sprichst Was bin ich, 30 cm hoch, erzähl mir nichts. Hör mal, ich habe eine riesen Höhe bis jetzt. Ja, das sind etwa 30 cm. Nein, das ist viel höher. Und wenn ich die Beine mit anziehe, das ist viel höher. Oh, Alter, abgeschlagen. Fertig, Feierabend, Olympia. Oh, leck mich am Arsch. Der Rocker trainiert für Olympia. Unterstützt von EWR. Energie auf neuen Wegen. Ein Partner des regionalen Sports in Rheinland-Pfalz.